Leute. Leute. Alien Isolation war ein sehr gutes Horrorspiel. Und es ist eine Nachfolge rausgekommen. Wir werden uns jetzt endlich mal den Trailer davon anschauen. Es hat wirklich irgendwie 4-5 Jahre gefühlt gedauert, bis das Spiel rauskommt. Ich bin sehr gehypt. Ich hab Bock. Wir gucken uns jetzt Alien Blackout an. Vor 23 Stunden. Oh boy. Okay. Okay. Okay, ich bin bereit. Sieht aus wie FNAF. Haben die ein FNAF-Horror-Game? Das ist ein bisschen spät, oder? Ein FNAF, warum machen die nicht einfach Alien Isolation 2? Das wäre irgendwie eine viel smartere Idee. Da wird noch viel mehr Leute Bock drauf haben. Warum FNAF? Das passt überhaupt nicht zum... Oh, come on! Hey, just wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? Why bring it to mobile? Are you trying to reach a new audience of players? We always want more people to join the Blizzard community. We want more people. Okay, versuchen wir es mal zu verstehen. Versuchen wir es mal zu verstehen. Auf der einen Seite haben wir im letzten Jahr viel Scheiß gehabt wie Diablo Immortal, was jetzt eher mittelmäßig gut ankam. Und auf der anderen Seite haben wir das 2014 Horror-Game Alien Isolation. Es hat 91% positive Reviews, sogar 92 in den letzten 30 Tagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man lieber haben will. Und die Memes gehen weiter. Fallout, alles was Bethesda macht, alles was Blizzard macht, alles was EA macht, was mit Atlas passiert ist. Es ist mittlerweile schon so viel passiert, ich kann nicht mal mehr alles aufzählen. Die letzten 2 Monate waren einfach nur Memes. Und ich glaube, passend dazu, sollten wir vielleicht einem alten Freund auf Wiedersehen sagen, der möglicherweise nie wiederkommen wird. Weil wir jetzt Mobile Alien FNAF haben. Ja, ich soll die Schwierigkeit wählen. Ich würde sagen, wir wählen das, was zu der aktuellen Lage passt. Okay, mal Real Talk. Ich habe Alien Isolation tatsächlich nie wirklich durchgespielt, weil ich das Spielprinzip und die Art, wie es den Horror vermittelt, nie wirklich geil fand. Aber es ist ein absolut großartiges Spiel. Mir ist auch bewusst, dass es wahrscheinlich das erfolgreichste und beliebteste Horrorgame der letzten Jahre ist. Das sind auch, glaube ich, die besten Bewertungen. Ich finde, das ist Outlast und sowas immer extrem schlechte Bewertung, weil das Spiel halt nicht wirklich gut funktioniert. Aber das hier ist großartig. Das heißt, nicht nur Horrorfans wollten einen zweiten Teil hiervon, alle wollten einen zweiten Teil hiervon. Und selbst wenn die einen zweiten Teil machen, könntet ihr nicht vorher eine fucking Mobile-Ankündigung an, wenn ihr mitbekommt, dass Leute das aktuell nicht unbedingt sehr dringend wollen. Oh boy, es geht los. Okay, ich werde in dem Video einfach mal so lange spielen, bis wir einmal vom Alien oder so gefickt werden und Angst haben. Damit ihr seht, dass das ein gutes Spiel ist. Vielleicht besser als... Ich meine, es ist ja nicht mal nur ein Mobile-Game. Erstens, okay, Mobile-Games sind zu 99% Pay-to-Win-Microtransaction-Cancer. Aber es ist auch noch FNAF. Wann habt ihr das letzte Mal drüber nachgedacht, ob... Es kommt ab und zu mal ein neues FNAF-Game raus, aber wann hat das letzte Mal ein Spiel versucht, FNAF zu kopieren? Das war so 2015 oder sowas. Gleichzeitig, wo das Spiel hier rauskam. Wir haben es geschafft. Wir sind da, wo wir nicht unbedingt sein sollten. Wir sind jetzt endlich auf dem Schiff mit dem Alien und werden mal schauen, was jetzt alles hier passieren wird und wie viel Angst wir haben werden. Das Spiel sieht grafisch immer noch großartig aus, muss man sagen. Die Atmosphäre ist cool, der Style ist cool. Das Einzige, was mir am Spiel... Oh, looten. Verdammt, das werde ich brauchen. Das Einzige, was mir im Spiel damals nicht gefallen hat, war, dass es einfach zu sehr als richtiges Spiel funktioniert. Und viel zu lang war. Ich glaube, es ging irgendwie 26 Stunden oder sowas, die Kampagne. Irgendwas um den Dreh. Auf jeden Fall verdammt lang. Und das war halt... Ja, natürlich will ich speichern. Ich habe... Mein letzter Speicherpunkt war auf meinem Schiff da hinten. Und ich fand das Spielprinzip, wie es mit dem Alien funktioniert hat, ein bisschen zu monoton, um es als Video zu machen. Aber als... Allein zu spielen, das Spiel ist es wirklich absolut zu empfehlen. Es ist eins der definitiv besten und poliertesten Horror-Games, die wir in den letzten 10 Jahren nur so gehabt haben. Ich weiß nur, dass ich das Feuer grafisch beeindruckend fand, als es kam. Jetzt sieht das irgendwie nicht mehr ganz so krass aus. Naja, wir haben jetzt halt auch krasseren Kram mittlerweile. Okay, gehen wir da rein. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Wie bist du nicht tot? Wie bist du nicht tot? Das waren 15 Metallkanten, nur die du nach unten gefallen bist. Wie tief war das?
Flucht nochmal. Achso, ich bin einfach hier runtergerutscht. Ja, dann wahrscheinlich war es nicht ganz so schlimm tatsächlich. Auch wenn es jetzt schon dunkel ist und ihr vielleicht denkt, hey, Moment, man verpasst den ganzen Horror. Nein, nein, das Spiel dauert ziemlich lange, bis es anfängt. Es dauert gefühlt so eine Stunde, bis erstmal das Alien oder so kommen kann. Deswegen werde ich hier für euch, nur für euch, der Liebe, eurer Likes wegen, werde ich hier den Anfang für euch erstmal spielen und euch erstmal dem Horror zusehen lassen. Also werde ich in der Zeit hier einfach nackt spielen, weil wir es eh nicht sehen. Die komplette Technik in dem Spiel, der komplette Style und alles ist irgendwie so großartig gemacht, wenn man sich alles anguckt. Alles sieht so nach 70er-Jahres-Stuff aus. Ich stehe total da drauf. Ich finde das großartig gemacht. Der Style von dem Spiel ist so nah an den Filmen dran. Wirklich, muah, well done. Guck mal, selbst fürs Speichern muss man seinen Speicherchip 3 Sekunden da drin halten, damit der Speicherstand wirklich überschrieben werden kann. Es sind so Kleinigkeiten, die es einfach cool machen. Aber hey, ich meine, statt auf meinem 15-Meter-Bildschirm mit geilen Kopfhörern ein gutes Horrorspiel zu spielen, wollen Leute bestimmt lieber fucking FNAF am Handy spielen. Aha. Aha. Da haben wir unser Ziel ja doch in der nahen Zukunft erreicht. Geht's dir noch gut? Anscheinend nicht, kann ich da... Fuck, wie komm ich... Okay, ich brauche auf jeden Fall sein Werkzeug, weil damit kann ich die anderen Türen aufmachen. Oh no, okay, dadurch kann ich irgendwas looten. Oh. Okay. Machen wir trotzdem an, ist ein bisschen entspannt. Ich finde übrigens sehr gut, wie das Spiel das Looten, ich muss so durch, auf ein bisschen höhere Reichweite gesetzt als andere Spiele, weil ich muss eigentlich nur Tische angucken und weiß, okay, ist da was, was ich aufheben kann oder nicht, und ich muss nicht jeden einzelnen Gegenstand irgendwie anschauen. Wie bei Fallout oder irgendwie sowas. Ich kann einfach nur durchlaufen, einfach looten, fertig. Das ist ein bisschen atmosphärischer und mehr im Spiel drin. Ich finde es krass, wie ich das Spiel auf einmal viel positiver sehe, jetzt wo ich weiß, dass es keinen zweiten Teil geben wird. Und ich einfach denke, ja, okay, gut, das war vielleicht doch eher ein sehr gutes Spiel. Ich will eine Beschwerde anmachen. Komm, gib mir her. Komm, lass los. Lass los! Dankeschön! Okay, Leute. Ich glaube, es beginnt nicht gut zu werden. Ganz ruhig. Okay. 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 Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit 2 Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Kumpel. Was? Dreh dich um. Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich. Bam! Ich schlage dir auf den Rücken. Dankeschön. Kein Blut. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Kann ich rennen? Schnell. Kann ich bitte... Lass uns rennen. Lauf doch! Du Kupo! Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Das lief sehr gut. Wir müssen weiter. Weil, wo ist deine Pistole hin? Ich hätte gerne deine Pistole gehabt. Wo ist die hin? Hat er die ganze Zeit festgehalten, mit da reingezogen? Ach, Kumpel, der hätte es wirklich fallen lassen können. Der hätte ich jetzt wirklich sehr gut gebrauchen können. Aber nein. Mach du ruhig. Mach du ruhig dein Ding. Ich habe ja meine absolut kranke Nahkampfwaffe. Die ist bestimmt viel besser. Oh no. Ich bin noch versteckt. Oh, okay, ich bin versteckt, dachte ich. Kannst du nicht rennen? Warum rennst du nicht? Steh auf. Dankeschön. Geh da rein. Du hast sehr gute Augen. Gefällt mir nicht. Kann ich hier rein? Ja. Sehr gut. Die einzige Sache, die ich wirklich verdammt schwierig finde in dem Spiel, ist, fucking Orientierung zu behalten.
Weil die Gebiete sehen sich alle so unglaublich ähnlich. Zumindest hier am Anfang. Und ich weiß nicht, ob es gegen Ende besser wird. Aber jeder Gang sieht halbwegs ähnlich aus. Jede Tür sieht halbwegs ähnlich aus. Und ich habe. Und von da kommt definitiv irgendwann das Alien. Und ich habe einfach keine Ahnung, wo man lang gehen muss. Oder wo man schon war. Es ist in dem Spiel wirklich ziemlich schlimm. Und ich glaube, deswegen mochte ich es damals auch nicht, weil es einfach zu monoton war. Also, weil es einfach. Die Umgebung war immer die gleiche. Die Gegner war immer der gleiche. Hat sich nicht so viel verändert, auch wenn das Spiel ein paar sehr interessante Ideen hatte. Man kann zum Beispiel den Strom in gewissen Gebieten ausschalten, woanders hinleiten, damit man da einfach mehr sieht oder irgendwas anderes hat. Okay, Ausweiskarte, sehr schön. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegs in ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Zugangsgeheimnis. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für das Spiel zu umgehen. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Ich muss mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Ja. Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Gute Idee. Ich finde eine sehr große Gefahr. Nein, nein, nein! Ah! Vielleicht soll ich das diesmal ein bisschen smarter angehen und nicht einfach direkt abgeschlachtet werden. Dann würde ich vielleicht auch einfach ein bisschen länger... Scheiße. Ich bin doch so hart in Deckung. Achso, es ist gescriptet. Hier ist jemand. Das passiert einfach jedes Mal. Da kann man gar nichts gegen machen. Gut zu wissen. Oh Gott. Nein! Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Ein Eindringling. Oh Gott! Wieso? Hör auf! Okay. Was? Wie siehst du mich denn von da hinten? Du willst du mich komplett verarschen, Mann? Was the fuck? Dieses Alter! Kann ich mich hier in der Ecke verstecken? Ich glaube kaum, dass es klappt, aber ich schätze mal, ich probiere es einfach. Ich meine, die sind halt legit einfach direkt, laufen hier direkt an mir vorbei, aber die gehen glaube ich auch nach unten hier. Also vielleicht kann es klappen. Ich bin ein mutiger Mann, weil ich das jetzt ausprobieren will. Siehst du was? 10 Versuche oder so und die Lösung ist einfach neben denen zu stehen. Fuck. Gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Wem redest du? Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Mit wem redest du? Oh nein, da kommt jemand von da hinten. Dankeschön. Yes. Okay, wir haben einen Revolver mit 7 Schuss. Der wahrscheinlich komplett useless ist, wenn es gegen das Alien geht. Aber wir können es jetzt wahrscheinlich zumindest gegen die Menschen wehren. Ich weiß nicht, wie smart das Alien-Ding ist. Auf die Schwierigkeit hier wahrscheinlich verdammt smart und wird mich komplett in den Arsch ficken. Aber möglicherweise werde ich es ja ohne Probleme überleben. Und wir kommen ja einfach durch, ohne uns auch nur einmal Sorgen zu machen. Und ich glaube, da sollte ich nicht hingehen. Ich bin tatsächlich immer noch sehr überrascht, dass wir immer noch das Alien nicht gesehen haben, immer noch ziemlich safe sind. Oh. Wow! Wow! Meine Damen und Herren, das ultraschwere Schwierigkeitsgrad, Albtraum, Nightmare, einmal tot, GG, Alien, das wird schön. Das hätte ich definitiv... Jesus. Das war sehr smart, diese Schwerspiele. Also sehr schwer, das ist wirklich smart. Oh mein Gott. Ich meine, das Ding killt einen so oder so immer One-Shot, egal was man macht. Jetzt wird es wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit wissen, wo ich bin und viel zu fucking smart sein, oder? Alles ist so langsam. Alles ist so verdammt... Ach so. Kämpfen die? Oh! Easy kill. Okay, vielleicht sollte ich jetzt ein bisschen... Okay, hab's gesehen. Ist ein Schachtreingang. Wahrscheinlich kann ich die Chance jetzt nutzen, um da schnell hinzurennen.
das Ding aufzu...